Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 17 Winter Upgrade Prediction. Wir sind am Start heute mit der 9. Episode, wieder mit 5 richtig interessanten Spielern. Und in der letzten Episode hatten wir einen Spieler dabei mit Gabriel Jesus, der unglaublich polarisiert ist, beziehungsweise der momentan in FIFA einer der meist erwarteten Spieler ist, aufgrund seiner 5-Star-Skills, aufgrund seiner Nationalität, aufgrund dessen, dass er einfach genial aussieht von der Karte her. Und wir haben noch andere Spieler, die auf jeden Fall erwartet werden, und einen davon gibt es heute in diesem Video. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne wieder Vorschläge in die Kommentare zu Spielern, die ich weiterhin upgraden soll. Lange werden wir die Predictions nicht mehr durchziehen, aufgrund dessen, dass bald die Upgrades kommen, aber ein bisschen können wir es noch machen. Und ich bin gespannt, wen ihr so sehen möchtet. Videobeschreibung auschecken, Links zu IG Vault, 6% Rabatt mit dem Code MAXGAMING TV auf eure Produkte dazu, mein Merchandise dazu, mein Instagram und Twitter, und selbstverständlich könnt ihr auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren, würde ich mich darüber freuen. Liebe Leute, es geht los mit dem ersten Spieler und wir haben heute fast nur Talente dabei, aber glaubt mir, dieses erste Talent, auf das können wir uns in der Bundesliga so richtig heftig freuen. Nein, es ist nicht Isak, es ist nicht der Schwede von Borussia Dortmund. Warum nicht? Gehe ich später drauf ein. Es ist Leon Bailey. Kommt von Genk, Champions League erfahrener Spieler, Jamaikaner, junger, talentierter Bursche, auf jeden Fall mit einigen genialen Stats, 93 Tempo, 78 Dribbling momentan schon, und er geht zu Leverkusen, und ich denke, bei Leverkusen wird sein großer Durchbruch kommen, ich hoffe es zumindest für ihn. 93 Tempo, 74 Shooting, 72 Passen, dazu 81 Dribbling und 62 Physis mit 30 Defending. Warum die 7 Shooting Upgrade? Ganz einfach, weil er sich verdient hat. Bailey ist zwar ein Flügelspieler, aber der Junge spielt auch auf der Stürmerposition, beziehungsweise in der Abschlusssituation eine richtig gute Rolle, beziehungsweise hat das bei Genk gemacht. Mal sehen, wie er es bei Leverkusen machen wird. Aber wenn man in der Champions League schon trifft, beziehungsweise in der Euroleague, wo Genk spielt, dann wird man auch, denke ich mal, in der Bundesliga ganz gut klarkommen. Ich bin extrem gespannt, wie der sich gegen die Konkurrenz auf den Flügeln bei Leverkusen durchsetzen kann. Ich meine, er hat da einen Brand. Der hat beispielsweise auch einen Bellarabi, einen Çalhanoğlu weicht auch ab und zu mal auf den Flügel aus. Aber Bailey ist so ein talentierter Bursche. Ich hoffe, dass der eine Menge Spielzeit bekommt und dass wir eine Menge Spaß an ihm haben werden. Lasst gerne eine interessante Bewertung von ihm mal in den Kommentaren da. Schreibt mir eure Meinung da rein und wir kommen direkt zum zweiten Spieler. Und auch der hat es definitiv in sich. Es ist allerdings wieder nicht Isak. Es ist diesmal Elneny vom FC Arsenal. Momentan 74er Spieler, also auch momentan noch Silber. Aber das Upgrade wird, denke ich mal, kommen und es wird Gold werden. Elneny hat diese Saison bisher eine ziemlich starke Runde gespielt, muss man sagen. Arsenal hat ja allgemein mal wieder so ab und zu seine Struggles, aber an sich sind sie ein starkes Team. Und Elneny ist definitiv ein wichtiger Teil davon, einfach weil er sehr solide ist, auch wenn er vielleicht unauffällig ist, ja. Und vor allem seit seinem Wechsel von Basel nicht unbedingt der krasseste Transfer, beziehungsweise der am gehyptesten Spieler war. Aber er hat halt einfach auch schon 11 Spiele gemacht in der Premier League, ja. Und sein Rating ist in Head-to-Head halt deutlich höher, als es in Ultimate Team ist. Und dementsprechend denke ich auch, gerade weil er bei Arsenal spielt, dass der Junge ein Upgrade bekommen wird. Wenn du Stammspieler bist, auch wenn er momentan verletzt ist, dann sollte das normalerweise kein Problem sein. 78er Rating habe ich da jetzt mal. Ich denke, 77 könnten sauf werden. 78 ist ein bisschen, ja, quasi Vorschusslorbeeren. 65 Pace, 69 Dribbling, 70 Shooting, 76 Defending, 79 Physis und 65 Passen. Sieht damit deutlich attraktiver aus als vorher. Als Silberkarte will man den eventuell nicht hinstellen. Als Goldkarte könnte ich es mir schon eher vorstellen. Zumal er einige gute Stats hat. Beispielsweise ist sein Shooting nicht das schlechteste. Defensiv ist er ganz gut. Seine Füße ist auf jeden Fall in Ordnung. Er ist relativ groß. Man kann ihn nicht so gut verlinken, was beispielsweise jetzt irgendwie in andere Ligen angeht, weil Ägypten nicht die tollste Nationalität ist. Aber Salah kann man immer noch mit ihm verlinken. Und von daher denke ich mal, dass das schon ganz gut passen wird. Auch gerne könnt ihr mir zu Elneny in die Kommentare eure Meinung schreiben. In meinen Augen hat er sich diese Saison bisher besser präsentiert als viele andere der Transfers in der Premier League, auch wenn er ja letzten Winter bereits nach England gegangen ist. Und ich denke auch, dass er momentan ein bisschen solider sogar ist als Granit Xhaka, weil der sich einfach irgendwie immer noch nicht an die Insel gewöhnt hat. Auch dazu könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. So, wir kommen zur nächsten Karte und zwar zu einem weiteren transferierten Talent. Wir haben bisher, okay, Elneny ist ein bisschen älter, aber ist auch so gesehen Talent. Und jetzt kommen wir zu einem Transfer, der mich persönlich ziemlich überrascht hat. Und zwar kommen wir zu Gonçalo Guedes, dem portugiesischen Jungnationalspieler. Und der hat seinen Wechsel von Benfica Lissabon zu Paris Saint-Germain vollzogen. Ziemlich krasser Transfer, auf jeden Fall nochmal ein Upgrade. Zumal PSG ja allgemein sehr gutes Spiel
Spieler jetzt gekauft habe im Winter, auch mit Julian Draxler. Natürlich haben sie Jesse Rodriguez leihweise abgegeben, aber der konnte sie nicht wirklich durchsetzen. Und ich denke, mit dem Kader, den sie momentan haben, haben sie auf jeden Fall Chancen, noch an die Tabellenspitze zu kommen, wo ja momentan Monaco und Nizza noch so ein bisschen mit drum betteln. Ich bin auch gespannt, ob er Mittelstürmer werden wird. Er hat bei Benfica, zumindest in South FIFA oder auf South FIFA und in Head-to-Head ist es so, er wird als Mittelstürmer gelistet, aber normalerweise müsste er auf dem Flügel spielen. Zumindest bei PSG jetzt mal, wenn man realistisch bedenkt, dass halt eben sonst der Draxler steht, der aber auch Zehner spielen kann und dass halt eben jetzt gerade auch Jesse Rodriguez weggegeben ist. Es kann aber auch sein, dass einfach der Ersatzstürmer bzw. der Ersatzmann hinter Edinson Cavani sein soll. Ich bin gespannt, der ist ein Riesentalent, hat sich in Portugal sehr gut gemacht, auch in der Champions League gut präsentiert und dementsprechend freue ich mich darauf, den bei PSG zu sehen. The Zone gibt ja Gott sei Dank die Spiele der öffentlichen Liga, genau, die Spiele der Liga frei. Und dementsprechend kann man sich den auf jeden Fall auch mal angucken. Tut übrigens leid für die Stimme, ich war gestern im Stadion, ihr wisst Bescheid. 86 Tempo, 79 Dribbling, 77 Shooting, also auch plus 6 hier wieder liegt einfach daran, genauso wie bei Bailey. Er ist im Abschluss deutlich stärker, als man eventuell denken möchte. Und gerade seine Longshots sind auch sehr, sehr stark. Dementsprechend ist 71 halt einfach zu wenig. 74 passen, 63 Physis, 36 Defending. Sieht nach einer sehr, sehr starken Karte aus. Ich bin gespannt, ob er eventuell Forster-Skills bekommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil er sie, meine ich, nicht hat. Und sein Dribbling ist auch nicht so stark, dass man sagen müsste, hey, der muss Forster-Skills haben. Head-to-Head hat er einfach nicht. Ich wünsche es mir natürlich, weil die Karte dadurch nochmal nice aussehen würde, aber vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten, mal sehen. Vor allem, wie er sich in der Liga machen wird, ob er sich da durchsetzen kann oder so. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob er floppt, ob er erfolgreich ist. Ihr könnt mir gerne das mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon denkt und ob ihr auf diese Ersatzkarte von Edinson Cavani freut oder freuen werdet, je nachdem, ob sie kommt oder nicht. So, damit kommen wir zu den letzten beiden Spielern. Wir gehen zurück in die Bundesliga und wir haben noch ein Talent in der Bundesliga, was ich ganz gerne predikten würde. Und jetzt erkläre ich erstmal, warum Isak nicht kommt, beziehungsweise nicht gekommen ist, weil jetzt kommt Isak, denn Isak ist der schwedische Neuzugang von Borussia Dortmund, das Talent, um das sich halb Europa gestritten hat, der eigentlich schon bei Real Madrid war und der jetzt zum BVB geht. Warum war er am Anfang nicht dabei? Ganz einfach, sein Name fängt mit I an und der von Bailey mit B. Dementsprechend ist Bailey weiter vorne im Alphabet und dementsprechend weiter vorne in der Episode. Isak, momentan noch keine Karte in Ultimate Team, aber ich denke, er wird geerdet werden, auch weil der Hype um ihn so groß ist. 67er Rating hat er in der Duett. Ich wage es dann nicht, eine weitere Prognose abzugeben. Ich habe ihn noch nie spielen sehen und ich will ihm dementsprechend auch kein höheres Rating geben, aber 67 ist für den Anfang ja definitiv schon mal okay. Ich meine, der Junge ist 16 Jahre alt. Ja, ist der neue Ibrahimovic und damit kann man auf jeden Fall arbeiten. 79 Tempo, 71 Dribbling, 66 Shooting und 55 passen für ihn. 63 Physis dazu. Sieht sehr gut aus, hat nur 2 Sterne Skills, obwohl er 71 Dribbling hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das auf 3 Sterne Skills hochschrauben. Ist aber eine Frage an sich, habe ich gelesen. Ist er nicht unbedingt der skillreichste Spieler, aber trotzdem könnte man das eventuell noch upgraden. Sonst eventuell nächsten Sommer. Mal sehen, wie er sich durchsetzen kann, beziehungsweise wie er hinter Aubameyang Spielpraxis bekommt und wie er sich dann entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass er eine gute Entwicklung nimmt. Ich hoffe, dass er der neue Ibrahimovic wird. Und ich hoffe vor allem, dass er Dortmund ein bisschen helfen kann. Indirekt aufgrund der Konkurrenzsituation, die er natürlich anfeuert, sich ein bisschen aus dieser Tragödie, die es momentan ist, rauszuspielen. Weil das ist ja wirklich nervig. Ich meine, die spielen unentschieden gegen Mainz. Normalerweise Teams, die sie locker schlagen sollen, auch wenn es auswärts ist und Mainz die Saison auch stark ist. Aber nichtsdestotrotz sollte das normalerweise keine Konkurrenz sein für diesen vor allem in der Jugendarbeit so starken Kader. Ich bin momentan ein bisschen schockiert, was da abgeht. Auch dazu könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Aber Isak auf jeden Fall ein 67er Rating. Die Karte sieht gut aus. Ja, man kann sie bestimmt auch spielen. Gerade im Karrieremodus absolut genial für kleinere Teams. Und von daher bin ich da relativ optimistisch, dass wir den relativ bald in Ultimate Team und in FIFA haben wir ja schon, also in Ultimate Team, sehen werden. Kommen wir zur letzten Karte für diese Episode und wir gehen zum direkten Erzrivalen, also nicht zum direkten Erzrivalen, nicht zum Lokalrivalen, sondern zum größten Rivalen. Ja, auch nicht wirklich. Zum ärgsten Konkurrenten, sagen wir es mal so, von Borussia Dortmund und zwar zum FC Bayern und wir gehen zu Javi Martinez. 84er Rating hat er momentan und ich werte ihn aufgrund dessen, dass ich finde, dass er sehr solide spielt und ich habe lustigerweise auch geguckt, ich wusste es gar nicht, er hat sogar ein Head-to-Head-Upgrade bekommen und zwar auf 85. Dementsprechend habe ich ihn auch hier auf 85 gesetzt, habe ihm 86 Defending gegeben, 80 Physis, 53 Tempo, 62 Shooting, 72 Passen, 67 Dribbling. Die Werte sehen sehr ordentlich aus. Ich denke mal, eine 85er-Karte kann man ihm auch rechtfertigen. Er ist ein sehr solider Verteidiger, er ist kopfballstark, er ist gut im Zweikampf, er ist halt langsam, aber ansonsten hat er eigentlich keine Schwächen. Und von daher, auch weil er als Sechser spielen kann, eine sehr, sehr geile Karte für einen Karrieremodus eventuell sogar. Da wechselt er bei mir irgendwie immer zu meinem ärgsten Konkurrenten. Ich glaube, zu Chelsea ist er letztens gewechselt oder zu United, ich bin mir gar nicht sicher. Und am anderen Mal zu PSG, als ich mit Nizza gespielt habe und als ich mit Real spiele, den Karrieremodus verfolgen einige von euch ja eventuell, ist er zu Barcelona gewechselt. Also auf jeden Fall relativ lustig und
ich hoffe, dass der beim FC Bayern München jetzt weiter verletzungsfrei bleibt und dass er vor allem in der Rückserie einige Spiele machen kann. Er ist nämlich ein guter und vor allem sehr sympathischer Verteidiger und ich weiß nicht, wie eure Meinung zu Javi Martinez ist, aber ich denke, dass mit dem hoffentlich noch einiges gehen wird. 15 Spiele hat er die Saison gemacht, passt also extrem und ja, ich bin gespannt, was von dem noch kommen wird. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare eure Wünsche für die nächsten Episoden der Upgrade Prediction. Checkt die Links aus, abonniert den Kanal kostenlos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.